Moin, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic und einer weiteren Folge Scrap Z, der Show mit dem Lift, in der ich eure Kreativität anbete. Und ihr wart wieder fleißig. Zuerst möchte ich mich mal schon bedanken dafür, dass ihr schon angefangen habt, Güterwaggons einzureichen. Ja, es sind schon zwei reingekommen, das ist ziemlich cool. Wenn dann der Zug dann soweit ist, dass wir damit auch rumfahren können, können wir dann auch diese Waggons ausprobieren. Jetzt kann ich das natürlich noch nicht machen, aber wenn wir dann natürlich entsprechend in den Zugfolgen dazu kommen, kann ich das auch entsprechend dann vorstellen. So, womit fangen wir an? Ich möchte anfangen mit etwas ziemlich Sympathischem, und zwar mit einem Eiswagen. Jetzt ist ja bald Sommer, ne? Jetzt ist Mai, und wir haben hier einen Eiswagen Vanilla. Es heißt Vanilla, weil man keine Mods braucht. Vanille Eis sucht man vergebens. Oh, das ist aber schade. Ich mag Vanilleeis eigentlich ganz gerne. Kurze Vorgeschichte. Wenn man mit viel Fantasie an dieses Fahrzeug herangeht, könnte man ein paar Spuren eines VW Beetles erkennen. Das sollte es nämlich eigentlich werden, aber es sah zu ca. 90% nicht wie ein solcher aus. Also habe ich mich dazu umentschieden, einen Eiswagen daraus zu bauen, weil ich mag Eis. Das ist schön, da haben wir was gemeinsam. Ich mag nämlich Eis auch. Man benötigt, wie gesagt, keine Mods, und YouTuber dürfen dieses Fahrzeug gerne für Videos benutzen. Genannt werden möchte ich Dugerto. So, und nun kommen die Funktionen. Türen, Lichter, Hupen. Komm her, es gibt Eis. Ist die 7. Okay, da bin ich mal gespannt. Die 8 ist ein Eisfenster und die 9 ist ein Radio. Es gibt auch noch ein paar Gimmicks, die findet man aber auch so raus. Okay. Dies ist meine erste richtige Kreation, also seid bitte nicht zu streng. Es kann sein, dass die Fahrertür klemmt, deshalb vorher einfach die kleine Schraube rechts oben löschen. Viel Spaß wünscht euch Dugerto. Vielen Dank, Dugerto, für deinen coolen Eiswagen. Vor allem, da kann man ja wirklich mal sagen, dass es cool ist, ne, bei einem Eiswagen. Ich muss sagen, das sieht sehr cool aus eigentlich auch. Es ist ein bisschen unkonventionell gestaltet, das Fahrzeug, aber das mag ich eigentlich. Ich finde das ganz nice. Ja, ich kann so ein bisschen erkennen, wo da der VW Beetle drin stecken soll, ja. Das ist so ein bisschen hinten abgerundet, ne. Deswegen, da steckt da noch so ein bisschen drin in diesem. Aber ich muss sagen, dadurch, dass das so wellig hier ist, das erinnert mich fast an so eine kleine Wolke. Es sieht aus wie so eine kleine Wolke, die fahren kann irgendwie. Aber es passt irgendwie zum Eis. Es sieht so fluffig aus, ne. So ein bisschen wie so eine Sahnehäubchen auch so irgendwie, ne? Das ist irgendwie nice. Ein nettes Design für einen Eiswagen auf jeden Fall. Ich muss sagen, das ist immer witzig, wenn man was baut und dann kommt was ganz anderes raus als das, was man eigentlich geplant hat. Das ist immer lustig. Bei Scrap Mechanic kommt das ziemlich häufig vor tatsächlich. So, dann steige ich jetzt erstmal ein, ne? Hinein. Beziehungsweise ich gucke mir das erstmal an. Was haben wir denn hier drin? Wir sehen schon, da sind einige Funktionen. Ich setze mich mal hier hin. Ah ja, da gibt es keine Knöpfe oder so. Da kann man nichts machen. Ich muss auch sagen, schön, dass hier genug Headroom ist, also für den Kopf, dass man hier sich nicht irgendwie anstößt oder so. So, dann setze ich mich mal. Und dann drücken wir mal die 1. Ah ja, die 1 ist die Tür, genau. 2 auch. Es ist interessant, dass man hinten Platz nimmt, um zu fahren. Wir können ja mal ein bisschen rumfahren erstmal. Dadurch, dass das Fahrzeug sehr breit ist und dadurch auch sehr flach ist, mal abgesehen von der Eistüte obendrauf. Hä, was war das? Habt ihr es gehört? Es hat gemacht. Dadurch, dass es sehr flach ist, huch, ach, hier ist die Levelgrenze. Ich bin schon zur Levelgrenze gefahren, wie kommt das denn? Ich bin wahrscheinlich in der letzten Folge wieder irgendwie rumgeflogen. Ja, dadurch, dass das Fahrzeug sehr flach ist, ist es natürlich auch sehr stabil auf der Straße, ne? Dadurch kann es nicht so rumschleudern, wenn man irgendwie Kurven dreht oder so. Das ist eigentlich ziemlich cool. Nice. So, jetzt will ich mal die Funktionen ausprobieren. Wir haben, wie gesagt, die 1 und 2 sind die Türen, die 3. Ah ja, die 3 ist der linke Scheinwerfer. Die 4 ist der rechte Scheinwerfer. 5 ist Hupe. 5 und 6 sind Hupen. Ah ja, es gibt Eis. Ah, das ist also die Funktion, es gibt Eis. Man kann die Eistüte so ein bisschen... Das ist lustig irgendwie. So, dann kann man... Ah ja, da kann man die 8, da kann man die Verkaufstür öffnen da. Und die 9? Die 9 ist das Radio, genau. Wunderschön. Ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Ein sehr schöner Eiswagen tatsächlich. Schön gestaltet, ist mal was anderes auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal bei Dugerto für seinen coolen Eiswagen.
Und es geht weiter mit der nächsten Erfindung. Wir haben hier ein Hovercraft. Dies ist mein zweites Werk, aber erst mein erstes fliegendes. Daher ist die Steuerung nicht die beste. Es darf von YouTubern wie Spielbär oder Kerge vorgestellt werden. In diesem Fall möchte ich Dr. Mo oder einfach nur Doktor genannt werden. Aha, der Doktor. Wieder hochladen ist nur bei größeren Erfindungen, Veränderungen gestattet. Mehr als Farbe ändern, zum Beispiel Antrieb verbessern, Design in großen Zügen ändern. Es werden die Modifikationen die Modpack, The Modpack Polygons, The Modpack Polygons Glass, The Modpack Sci-Fi benötigt. Funktionen, Fahrerluke, Lichter. Beide Knöpfe sind am Heck des Fahrzeugs verbunden. Die Steuerung erfolgt über WASD, W nach vorne, S nach hinten. Muss man nur einschalten und durch die Gegenrichtung wieder ausschalten, okay? Viel Spaß mit meiner Kreation. Links in der Videobeschreibung sind gerne gesehen. Die mache ich natürlich immer rein, ja, die sind immer da. Bei jeder Erfindung mache ich das. Ah ja, da haben wir es schon. Es ist schon direkt aktiv. Ich muss mal sagen, das ist ein geiles Design. Darf ich das mal sagen? Das sieht echt cool aus. Mich erinnert das an irgendwas. Ich kann jetzt zwar gerade nicht sagen, an was mich das erinnert, aber an irgendwas erinnert mich das. Ich muss sagen, es ist sehr, 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 sehr schön gestaltet. Ja, das ist richtig Sci-Fi-mäßig, wie so ein Sci-Fi-Schlitten so ein bisschen, ne? So ein richtiger Sci-Fi-Schlitten. Richtig cool. Mir gefällt das, aber wie komme ich da rein, ist die erste Frage. Wie komme ich da rein? Da, nee, das ist eine Düse. Wie komme ich da rein? Ah, hier hinten. Oder? Nee, Moment. Ah ja, da. Okay, alles klar. Das ist doch die Öffnung, oder? Ah, guckt mal. Er hat hier von die Modpack diese Windschutzscheiben genommen und hat da draus so ein Verdeck gebaut hier, was man auch aufklappen kann. Das ist cool. Muss man mal sagen. Was man mit dem Modpack alles machen kann, ist einfach schon abartig geil, wenn ich das mal sagen darf. So, dann werden wir mal versuchen. Oh, ja, ich sehe schon. Ja, oh. Oh ja. Ja, ja. Wenn ich die 2 drücke, was passiert eigentlich mit die... Ah, 2 ist Licht, okay. Ich muss sagen, das funktioniert sehr gut, wenn ich das mal sagen darf. Ich kann sogar rückwärts hovern, guckt mal. Wenn man W und S drückt, dann... Oh, Moment, warte mal, jetzt geht's irgendwie nicht. Ah, nein. Ich kann nicht mehr nach vorne, wenn ich einmal rückwärts fliege. Ah, doch, es geht wieder. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Haha. Das ist cool. An was erinnert mich denn das nur? Verdammt nochmal. Ich versuche gerade die ganze Zeit zu überlegen, an was mich dieses Fahrzeug erinnert. Irgendein Science-Fiction-Film. War es Blade Runner? Nee, Blade Runner war es nicht. Dafür ist das zu ründlich alles. Oder? Obwohl. An irgendwas erinnert mich das. Star Wars ist es nicht, das kann ich schon mal sagen. Und Star Trek ist es auch nicht. Irgendwas anderes. Irgendein anderer Science-Fiction-Film. Ich muss sagen, das funktioniert echt gut. Man kann hier so ein bisschen in die Kurve gehen dann. Dann steuert dagegen. Das ist echt super. Ich glaube, war es das 5. Element? Nee, da sahen die auch nicht so aus, so mit so vielen Details. Ich komme da noch drauf. Irgendwann komme ich noch drauf. Vielleicht, wenn ihr es wisst, an was mich das erinnern könnte, könnt das ja mal in die Kommentare schreiben tatsächlich. Wow, wow, wow. Da ist er kurz hängen geblieben. Aber es hat sich nicht überschlagen, muss man mal sagen. Also es funktioniert. So, jetzt kann ich ein bisschen gegenlenken, damit ich wieder ein bisschen bremse, genau. Sehr schön. Und wenn ich jetzt S drücke, genau, dann bremse ich. Also dann habe ich angehalten. Nicht schlecht. Muss man mal sagen. Hat was, auf jeden Fall. Ein sehr cooles Hovercraft. Hat jetzt nicht so viele Funktionen, aber ich muss sagen, die Schwebefunktion, die funktioniert richtig gut. Vor allem, dass das mit Düsen geht halt, ne? Dass es halt nicht irgendwie mit einem Glitch funktioniert, sondern dass es schon mit den Düsen, die so in dem Modpack auch drin sind, funktioniert, ist ziemlich geil. Nicht schlecht. Coole Sache. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal bei Dr. Mo oder dem Doktor für sein cooles Hovercraft. Sehr cool gestaltet auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Und wir kommen zur nächsten Erfindung. Was haben wir hier? Einen Automatik-LKW vom Arctic. Ah ja, das ist mal wieder eine Rod-Erfindung. Automatisch einparkender LKW. Einfach eine Pfad in den Boden machen und der LKW wird diesem folgen, bis er an der Laderampe ankommt. Aktiviert den Einparkmodus nur rückwärts, verwendete Technologien, Fahrspur-KI wie beim WLAN-Passport, Panzerlenkung dank WASD-Konverter. Der LKW ist mit dem ANT-System kompatibel, Release 16.05.2017, der natürlich auch Spielbär-LP zur Verfügung gestellt wird. Okay, das ist, muss man vielleicht mal kurz erklären, Rod macht immer sehr
komplexe Erfindungen, die auch teilweise miteinander nur funktionieren. Und die haben auch einen YouTube-Kanal, oder er hat auch einen YouTube-Kanal. Und die machen da ziemlich viele krasse Sachen mit den Dingen, die in Scrap Mechanic halt möglich sind, mit Sensoren, auch Computer und sowas oder selbstfahrende Fahrzeuge. Und das hier scheint wieder so eine Erfindung zu sein. Man benötigt jetzt hier eigentlich, um das zu testen, eine Fahrspur. Wenn man jetzt hier so eine Reihe hat, so eine Blockreihe, löscht man halt hier in der Mitte irgendwie was raus, damit der Sensor halt weiß, wo er langfahren muss. Und so kann man zum Beispiel dann auch so eine Kurve machen oder so. Ich werde mich jetzt einfach mal reinsetzen, einfach mal die anderen Funktionen, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind, untersuchen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier schon mal zwei Knöpfe. Ah ja, das ist ein Rückwärtsgang. Ah ja, da hinten ist die Ladeluke. Ich schau mal kurz auf die Ladeluke. Oder was in der Ladeluke so zu finden ist. Ob da vielleicht was drin ist. Schauen wir mal. Ah ja. Ah, hier sehen wir eine Freilassung. Das ist bestimmt auch wieder was mit Sensorabtastung. Da wird bestimmt an der Stelle was abgetastet und dann wird eine bestimmte Funktion ausgelöst. Es tut mir leid, es ist ein bisschen schwierig, das immer vorzustellen, weil man sich da immer sehr, ja, mit den Techniken halt auseinandersetzen muss, die halt Router an den Start bringt. Und das ist nicht immer so einfach. Ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen rum mit dem Teil. Wir sehen auch, da vorne ist ein Sensor drin. Wahrscheinlich ist das eine Abstandsabfrage. Wenn jetzt hier eine Wand wäre oder so, dann würde der wahrscheinlich dann auch stoppen automatisch. Und würde wahrscheinlich dann automatisch versuchen einzuparken. Ah ja, ich merke gerade, wenn ich W drücke, also ich drücke W und dann fährt er aber weiter geradeaus. Also ich kann jetzt freihändig fahren quasi. Ich habe meine Hände nicht an der Tastatur jetzt. Ich wedel rum, ja. Und wenn jetzt wahrscheinlich ein Hindernis käme, dann würde er wahrscheinlich ausweichen von selbst. Ich probiere das mal. Ich kann auch irgendwie nicht mehr anhalten gerade. Ah ne, guckt mal da, seht ihr das? Habt ihr das gesehen da? Guckt mal da. Es wird angezeigt, welcher Gang eingeschaltet ist vorne. Habt ihr das gesehen da in diesem Streifen? Da sind Lampen drin, wenn ich geradeaus fahre. Moment, machen wir das mal. Seht ihr das? Dann wird das grün. Also maximale Geschwindigkeit. Wenn ich nochmal S drücke, dann halte ich an. Ist ziemlich cool. Also es ist doch keine Abfrage. Es ist einfach nur... Ich probiere jetzt einfach mal eine Wand aufzubauen vor dem Fahrzeug. Mal gucken, ob es automatisch ausweicht. Würde mich mal interessieren tatsächlich. Na, jetzt kriege ich das nicht hin, hier eine Wand aufzubauen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der Scrap-Mechanic-Profi kriegt es nicht hin, eine Wand aufzubauen. So. Machen wir das mal so. Und dann fahren wir einfach mal gegen die Wand und gucken mal, ob er ausweicht. Weil lenken konnte ich nämlich jetzt nicht. Das ging nicht. Ah ja, das war ja hinten. Ah nein, nein, nein. Schauen wir mal. Wenn ich jetzt dagegen fahre. Nein. Weil das... Ah doch, ich kann doch lenken. Okay, das muss irgendwie... Hat wahrscheinlich... Ich muss ein bisschen gedrückt halten wahrscheinlich. Ich kann nicht einfach nur einmal kurz drücken und dann lenken. Ich muss schon ein bisschen gedrückt halten. Dann kann er so ein bisschen auf der Stelle lenken. Okay. Sehr schön. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir nehmen uns jetzt mal kurz die Zeit. Warte mal. Stopp. Wir nehmen uns jetzt mal kurz die Zeit und probieren das mal aus. Wir machen jetzt einfach mal spaßenshalber eine kleine Strecke. Ich hoffe, ich habe jetzt den Abstand weit genug weg vom Boden gewählt, dass die Mechanik auch funktioniert. Und dann machen wir da mal so eine kleine Freilassung und dann schauen wir mal, ob das funktioniert mit der automatischen Spurfindung. Das muss man jetzt mal ausprobieren. Das Fahrzeug ist jetzt natürlich ziemlich groß, das heißt, ich muss eine ziemlich große Fläche jetzt aufziehen hier. Mal schauen. Wie gesagt, die haben auch einen YouTube-Kanal, da werden diese ganzen Erfindungen auch nochmal ganz ausführlich erklärt, auch die Funktionen, wie sie das umgesetzt haben und so. Deswegen da auch mal reinschauen. Sollte eigentlich auf YouTube zu finden sein unter Rorge. Rorge. Weil da gibt es schon sehr viele Erfindungen, das müsste YouTube eigentlich ganz gut auffindbar machen. So. Schauen wir mal. Und natürlich auch in der Videobeschreibung hier, ne, gibt es natürlich auch die Verlinkung zum Workshop-Objekt und da befinden sich dann auch nochmal Videos. Kann man sich das auch nochmal angucken. So, ich probiere es jetzt mal mit dieser Strecke. Ich lösche jetzt einfach mal hier in der Mitte. Muss nochmal gerade hier draufsetzen, dass ich auch genug Platz habe. Achso, es ist ja schon auf dem Lift. Moment. So. Dass er auch genug Platz hat hier zum Stehen, dass er nicht irgendwie runterfällt oder so. Müsste aber eigentlich gehen. Ja, sieht doch gut aus. Ja, das sieht doch gut aus, okay. So, jetzt müssen wir natürlich das nochmal weglöschen.
In der Mitte hier. Wir müssen ja die Fahrspur, ne? Die müssen wir ja erstellen quasi. So, jetzt hoffe ich, dass das geht. Nicht, dass es jetzt wieder zum Vorführeffekt kommt oder ich irgendwas falsch mache und es dann nicht mehr geht. Ich hoffe ja, dass es in Scrap Mechanic auch irgendwann mal Farbsensoren gibt. Dass man bei Sensoren abtasten kann, welche Farbe der Block hat, über den man sich gerade bewegt. Und dass man daran vielleicht dann auch Funktionen quasi verknüpfen kann, dass der Sensor dann unterschiedliche Aktionen auslöst, je nachdem, welche Farbe er abfragt. Das wäre ziemlich... Nein, ich bin so blöd. Okay, warte. Das machen wir ganz einfach. Das kriegen wir gleich hin. Moment, ich hab's gleich. Kein Problem. Sieht nur problematisch aus auf den ersten Blick. Moment. Das haben wir gleich. Es gibt ja das Schweißen-Tool. Alles ist gut. Alles ist fein. So. Ha. Wie ein Profi habe ich das hier wieder gefixt. Aber irgendwas habe ich falsch gemacht. Oder? Nee, es passt. Es ist ein Block Abstand. Genau. Genau wie es sein soll. Wunderbar. So, wir machen mal hier hinten einen Block hin und hier auch. Weil es nämlich nicht genau... Der fährt dann, glaube ich, nämlich hier über die Dings drüber. Machen wir es mal so. Wahrscheinlich habe ich jetzt zu wenig Abstand genommen. Wahrscheinlich wird es jetzt nicht funktionieren. Es dauert einfach zu lange, so eine Strecke aufzubauen. So. Machen wir das mal. Kann er da jetzt noch drauf stehen? Ja. Kann er. Ich mache mal sicherheitshalber hinten noch ein bisschen Fläche dazu. Damit er nicht irgendwie denkt, er muss nach hinten fahren jetzt. So. Muss man ein bisschen was vorbereiten hier. So. Hier mache ich auch noch mal ein bisschen Strecke dazu an der Stelle, damit er hier nicht übers Ziel hinausschießt. Das müsste aber eigentlich funktionieren, es sei denn, ich habe das Ganze hier zu tief gebaut. So, da bin ich mal gespannt jetzt, ne? Ich drücke jetzt mal die 2. Ah ne, die 2. Die 1, meine ich. Okay. Ich glaube, er hat nicht genug Abstand hier. Moment, da müssen wir noch mal ganz kurz... versuchen, das Ganze hier ein bisschen höher zu bauen. Wahrscheinlich liegt es daran. Ich lösche mal hier... Moment, das ist ja alles jetzt verbunden hier. Ich lösche mal hier diese Wand weg. So. Kann jetzt nicht versprechen, dass ich es wirklich jetzt hinkriege. Ich probiere jetzt mein Möglichstes, dass ich es irgendwie versuche zu demonstrieren. Aber... Kann sein, dass ich es jetzt auch verdengel einfach, ne? Mal gucken. Wir werden das hinkriegen. Das wird schon. So, bauen wir mal hier. Wie gesagt, diese Erfindungen sind immer sehr komplex und immer etwas schwierig vorzustellen. Weil man sich immer erstmal reinfuchsen muss da. So, dann machen wir das mal. Aber natürlich umso einfallsreicher immer alles, ne? So, flupp. Ich glaube, jetzt müsste es eigentlich... Gehen, mal gucken. Jetzt kann ich das da... Ah! Komm, jetzt hier. Wie soll ich denn das jetzt? Moment. Ich weiß wie. So. Genau. Vielleicht noch einen Block sicherheitshalber noch dazugeben. So. Und dann machen wir das einfach so. Und so. Wunderschön. So, jetzt hoffe ich, ist der Abstand groß genug. Mal gucken. Ich glaube, er hat nämlich gerade nicht differenzieren können zwischen Boden und dem Teil da. So, jetzt muss ich natürlich mich erstmal hochfahren, bevor ich das Fahrzeug benutzen kann. Komm, fahr dich hoch. So. Achtung und Fahrzeug löschen. Ah nein, jetzt habe ich es falsch schon gebaut. Moment, ich hab's gleich. Man sieht es leider immer so schlecht, in welche Richtung das dann ausgerichtet ist. Ich glaube, jetzt müsste es... Ja, jetzt ist es richtig rum, okay. So, jetzt bin ich gespannt. So, letzter Versuch jetzt. Wenn es nicht geht, habe ich irgendwas falsch gemacht. Also, die 1. Das ist natürlich der Dings da im Weg. Der Lift. Ich weiß jetzt nicht, warum es jetzt nur rückwärts fährt, ehrlich gesagt. Ich kann es nicht genau beantworten. Wahrscheinlich ist das, ist es ein Rückwärts-Einparkmodus. Kann das sein, den ich da die ganze Zeit aktiviere? Ist ein bisschen schwierig. Okay, da wäre vielleicht noch eine etwas detailliertere Anleitung ganz gut. Habe ich irgendwas überlesen?
Fahrspur-KI, Panzerlenkung, BASD-Konverter. Ja, wie gesagt, für mehr Informationen schaut euch mal die Videos vom Rod an, alles verlinkt. Und ja, ich bedanke mich an der Stelle nochmal für diese Erfindung. Wie gesagt, ich bin sicher, es funktioniert irgendwie. Ich habe es nur wahrscheinlich einfach falsch gemacht, wie immer. Und ja, wenn ihr auch eine coole Erfindung habt, die ihr auch in Scrapset vorgestellt haben möchtet, schreibt mir den Link zum Workshop-Objekt im Kommentarbereich unter diesem Video. Die Beschreibung eures Workshop-Objektes muss enthalten euren Namen, wie ihr genannt werden möchtet auf YouTube, eine Erlaubnis, dass ich das Ganze zeigen und verwenden darf und welche Mods ihr eventuell benutzt habt. Dann bedanke ich mich an der Stelle nochmal bei allen, die etwas eingesendet haben, und sage bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann, ciao, ciao!